Familiendisco würde sicherlich auch er gut passen. Also er hier mit den Karten in der Hand. Romualdo Birket, ein Zauberer, ein Lebenskünstler, einer, der seine Magie so anders lebt. Nicht auf der Bühne, auch nicht mit Zylinder, Frack oder weißen Häschen. Nein, Romualdo Birket aus Dortmund zaubert überall, filmt dann seine Tricks und stellt sie anschließend ins Netz. Jetzt wollen Sie sicherlich sehen, was er wirklich drauf hat. Zeigen wir Ihnen. Romualdo Birket hat viele Facetten. Als ehemaliger Profitänzer gibt er jetzt Hip-Hop-Workshops. Gelernt hat der 29-Jährige eigentlich Gas- und Wasserinstallateur. Sein Herz schlägt aber für die Magie. In seiner Heimat Madagaskar gilt das als Voodoo, also als böser Zauber. Als er vor 15 Jahren nach Deutschland kam, hatte er sein Aha-Erlebnis bei einer Zauber-Fernsehshow. Ich dachte, nur Schwarze können das, ja? Und dann habe ich angefangen zu forschen und dann ein paar Bücher gekauft. Ja, und so kam ich eigentlich dazu. Also mein Kindheitstraum habe ich verwirklicht damit. Seitdem zaubert er, egal wo er sich gerade befindet. Ein Stapel Karten ist immer in seiner Tasche. Okay, reicht. Weil du so schön gemischt hast, darfst du dir eine Karte aussuchen. Du hast völlig freie Wahl. Jetzt ist ganz wichtig, merk dir die Karte gut, zeig dir den anderen außer mir natürlich und auch einmal in die Kamera bitte. Okay, Karte gemerkt, Karte geht zurück. Tust mir einen Gefallen, sagst du mal bitte irgendwo Stopp. Stopp. Da? Ja. Okay. Tu mal bitte beide Hände so zusammen, ein bisschen flacher. So ist gut, ja? Mhm. What? Wow. Guck mal. Das ist deine Karte. Ja. Romualdo Birket zaubert, wo immer er hinkommt. Er veröffentlicht seine Tricks im Internet. Da trifft er seine Fans. Auf YouTube und Facebook sind die Filme zu sehen. Bis das aber so aussieht, ist es ein langer Weg. Ganz viel Training, ne? Also es gibt meine Anfangsphase, da habe ich wirklich 8 Stunden lang am Tag habe ich geübt, ne? Und ganzes Wochenende immer im Zimmer, immer geübt vor Spiegel, bis der Hand abgefallen ist. Die Herausforderung, die Tricks müssen so angepasst werden, dass sie auch als Handyvideo funktionieren. Ich habe auch gemerkt bei meinem Kurzclip, die Leute, die haben einfach keine Geduld. Wenn das Video zu lang geht, dann klicken die weg. Deshalb habe ich mich einfach entschieden, einen Trick auszusuchen, kurz und knapp vorzuführen, mit Musik im Hintergrund, ohne viele Worte. Viele Ideen kommen aus den USA. Da hat die Zauberei einen anderen Stellenwert. Magier sind Stars mit teuren großen Shows in Las Vegas. Um hier ein junges Publikum anzusprechen, muss er sich mit wenigen Mitteln bewähren. Bei Newcomer ist halt, man muss auch mit der Zeit gehen. Und deshalb habe ich auch so Tricks ausgesucht, die wirklich so visuell, wie jetzt mit Smartphone als Beispiel, also man muss wirklich die Jugend auch bewegen und mit der Zeit bleiben. Ne? Noch ist das Zaubern ein Nebenjob. Aber Romualdo hat eine Vision für seine Zukunft. Und mein größter Traum ist einfach irgendwann, und das ist auch mein Ziel, eine Bühnenshow aufzubauen und irgendwann auf eine große Bühne zu stehen und das vor allen Leuten zu performen. Und bis dahin verzaubert er das Publikum einfach weiter im Internet. Ja, was ein Typ.